Hi, mein Name ist Silvia. Ich bin 40 Jahre alt und ich hoffe, man kann es gut erkennen, auch wenn das Ei total tränt. Ich liebe Make-up, besonders Lidschatten. Und deswegen möchte ich endlich jetzt meinen YouTube-Kanal starten, denn ich habe ein mega geiles Projekt auf einem englischsprachigen YouTube-Account gefunden, das ich in den deutschen Raum bringen möchte. Das Projekt hat Sophie Alexandra erfunden und es nennt sich Project Level Up. Bei dem ganzen Projekt geht es um Lidschattenpaletten bzw. Lidschatten. Und wie das so vonstatten geht, erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz. Es heißt ja Project Level Up, wie ich gerade schon gesagt habe. Und man generiert sich eine Lidschattenpalette, bzw. man kann sich die auch selber aussuchen, jeder so, wie er es möchte. Und bei Level 1 benutzt man jeden Lidschatten einmal und er versucht, einen Hit the Pen zu erreichen, bzw. muss einen Hit the Pen erreichen. Nachdem man das alles geschafft hat, geht man auf Level 2, macht das gleiche Spielchen mit zweimal benutzen, zwei Hit the Pen, bis man Level 5 erreicht hat. Nach Level 5 kann man das Projekt wieder neu beginnen. Ich finde diese Idee genial, weil ich liebe Lidschatten. Ich trage jeden Tag eigentlich Lidschatten, egal welche Farben, egal welche Varianten. Und ich würde am liebsten jede Palette kaufen, die auf dem Markt ist. Aber so zeigt es mir endlich mal, ob ich etwas aussortieren muss oder ob ich mit meinen Paletten noch glücklich bin und kann sie endlich mal ein wenig in Ruhe benutzen. Denn wenn man ehrlich ist, man springt ja fast jeden Tag zu anderen Paletten über und das möchte ich einfach mal. Ich möchte einfach mal versuchen, jede Palette deren Liebe zu geben, die es auch wirklich bekommen möchte bzw. mal bekommen müsste. Manche Paletten liegen da einfach nur, ich gucke sie an, ich mache sie auf und gebe sie wieder ab. So, genug gesagt. Ich möchte mit euch meine erste Palette aussuchen. Und das werden wir jetzt machen. Ich habe ganz viele Paletten, nicht alle Paletten, weil ich möchte keine 40 Lidschattenpalette pennen, beziehungsweise jeden einzelnen Lidschatten benutzen und daraus eine Farbe pennen. Deswegen habe ich ganz viele Lidschattenpaletten in meine Tiny Decisions App gepackt. Ich hoffe, ich hätte dieses noch aktuell. Und suche mir jetzt mit euch eine aus. Stopp, stopp, stopp. Das ist die Maxime Giacomo Palette. Das ist die zweite Catrice-Palette, die ich vor, beziehungsweise die zweite Palette, die der Maxime mit Catrice rausgebracht hat. Und ich werde sie mal eben holen. Kleinen Moment, ich zeige sie euch mal. Denke mal nämlich, ich vermute, dass sie jeder kennt, aber ich hole sie trotzdem. Kleinen Moment. Rück mal wieder ran. Ich habe sie mir jetzt geholt und werde sie euch mal zeigen. Na, Finger weg. So könnt ihr sie sehen. Das ist die Palette. Was werde ich machen? Also, das heißt, bei Project Level Up benutzt man jede Lidschattenfarbe einmal. Bei Level 1, beziehungsweise bei Level 1 benutzt man sie jeweils einmal und sucht sich eine Farbe aus, die man gerne pennen möchte. Also das Pfännchen erreichen. Puh. Ich glaube, ich werde mir das für den Anfang wirklich einfach machen und werde versuchen, diesen Schimmerton, bei diesem Schimmerton ein Hit the Pan zu erreichen. Denn ja, die anderen Farben sind halt eher speziell. Beziehungsweise, oder bei dem matten Sculpting-Ton. Eins von beiden werde ich auf jeden Fall machen, weil ich liebe es im Außenwinkel einen dunklen Lidschatten zu benutzen. Und das wäre auch eine wunderschöne Farbe, die man dafür recht gut benutzen kann, die man mit anderen Varianten gut kombinieren kann. Also mal schauen. Entweder der matte Ton für den Inner Corner oder Innenbereich oder der Außenton für den äußeren Bereich. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das werde ich machen. Nach einem Monat, beziehungsweise wenn ich mein Level erreicht habe, werde ich euch ein kleines Update geben. Werde euch sagen, wie oft ich wirklich jede Lidschattenfarbe benutzt habe, wann ich das Hit the Pen erreicht habe und werde euch mit schönen verschiedenen Looks beglücken. Beziehungsweise ich werde sie vermutlich da oder irgendwo mal einblenden und euch zeigen, was aus dieser Palette alles rauszuholen ist. Vielleicht gefällt euch das Format. Wenn ihr von mir mehr sehen möchtet, dann liked, subscribed, damit ich euch in meiner kleinen Familie begrüßen kann. Viel Spaß! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Geschafft!